Hi, der Myopie hier. Last Epoch. Ja, eigentlich habe ich lange nicht gespielt und nach dem neuen Patch 8.4, also 0.8.4, da wurde mit dem Patch wurde ein Dungeon eingeführt und dieses neue Dungeon wollte ich mir gerne angucken. Und eigentlich habe ich mit einem neuen Charakter angefangen, die Kampagne gespielt und wenn man die Kampagne spielt, kommt man automatisch bei diesem neuen Dungeon vorbei. Ja, und als kleine Abwechslung dachte ich mir, ich spiele mal einen meiner alten Charaktere, versuche den wieder funktionsfähig zu machen, ein Void Knight. Jetzt mit dem neuen Patch hat sich ja einiges geändert, so, und währenddessen kam ich dann auch im Laufe der Zeit auf die Idee, in dieses neue Dungeon zu gehen. Temporal Sanctorum heißt es. Und das ist eigentlich in der Ruined Era, Ruined Coast, und von der Ruined Coast kommt man zum Temporal Sanctum. Und dort hat man dann eigentlich auch einen Wegpunkt. Ich habe den nicht. Ich hatte vorher auch nicht diesen Wegpunkt bei Ruined Coast. Vielleicht geht es dir genauso. Und da gibt es eine Möglichkeit, sich den Wegpunkt zu holen. Wenn man ihn jetzt noch nicht hat. Ich müsste einfach nur hier hinreisen und dann mich auf den Weg machen. Ich war jetzt auch noch nicht in dem neuen Dungeon. Aber falls dir der Wegpunkt gefehlt in The Ruined Coast und das so aussieht wie hier, also Wegpunkt da, aber nicht freigeschaltet, dann kannst du in die Imperial Era gehen und zu Shining Cove gehen. Mache ich jetzt auch einfach mal. Tu jetzt mal so, als ob ich den Wegpunkt in Ruined Coast nicht hätte. Und wenn du beim Wegpunkt bist, dann einfach hier an der rechten Seite halten. I cannot do that. I cannot do that. Und dort gelangt man zu einer sehr lauten Tür, die sich dann öffnet. Hier kann man durch. Hier drin gibt es dann ein Zeitreiseportal. Ich kann die Mobs nicht leben lassen. Naja. Und durch das Zeitreiseportal. Aua, das ist laut. Kommt man zu Ruined Coast. Wir haben aber noch nicht den richtigen Wegpunkt, sondern müssen uns jetzt hier noch durch das Gebiet schlachten. Dauert ein bisschen, lohnt sich auch nicht wirklich hier was zu schlachten. Aber so ein Schreinklick lohnt sich. Jo. Ich laufe hier mal weiter durch. Stand down or die. Und dann hören wir uns wieder, wenn ich am Ort der Begierde angekommen bin. I cannot do that. I cannot do that. I cannot do that. Jetzt sieht man schon den Wegpunkt. Hier ist er. Und hier kann man eine Brücke runterlassen. Und die führt einen
zum Dungeon. Hier kommt dann noch eine Boss. Und da sind wir. Temporal Sanctum. Jo, können wir betreten. Und dort sehen wir dann eine Tür, die in das neue Dungeon, von denen es ja anscheinend im Laufe der Zeit mehrere geben soll, eröffnen wird. Da schaltet sich dann auch der Wegpunkt frei. Und von nun an hat man dann den Wegpunkt und kann direkt von zum Beispiel End of Time zum Temporal Sanctorum reisen. Dem kann man sprechen, der hat ein paar Voice Lines. Erzählt einem, dass man Key braucht. Hier hätte man dann auch noch eine Kiste. Jo, ich habe beim Leveln mit dem neuen Charakter, beim Leveln durch die Kampagnen Key gefunden. Ich glaube, man kann hier auch in der Region hier, in Ruined Coast, auch einen Schlüssel finden. Und im Dungeon selber findet man wohl auch, ich war jetzt noch nicht drin, wohl auch einiges an Schlüsseln, was reichen sollte, um das Dungeon immer wieder laufen zu können. Ja. Ich werde jetzt mal reingehen. Dann fragt er mich auch nach dem Schlüssel. Ich habe jetzt einen mit. Temporal Sanctum Key. Und dann Enter Sanctum, das Dungeon. Und man kann am Anfang nur das erste Tier spielen. Und dann peu à peu steht auch, was der Boss dann droppt. Peu à peu sich die höheren Tiers freispielen. Ja. Ich muss jetzt erst Level 55 spielen. Klar, weil ich das erste Mal da war. Oder bin. Drücke jetzt mal Enter. Und geh rein. Intruders? Ach ja, nicht verwirrt sein, wenn ihr das erste Mal hier drin seid, dass man nirgendwo hin kann. Es gibt hier mit einem angezeigt so einen neuen Knopf, Temporal Shift. Den kann ich drücken mit D, wechsel die Zeitlinie und das öffnet mir dann den Weg in das Dungeon. Hier gibt es immer auch mal wieder so geblockte Türen, das ist so ein bisschen labyrinthmäßig. Ich habe auch gerade geschaut, hier oben, wenn ich die Karte aufmache, Area Level 55, so wie es eben auch stand, ne? Dementsprechend kommen halt auch die Items. Aber wenn man sich dann peu à peu die höheren Tiers freischaltet, braucht man ja gute Sachen. Ja, also die Türen hier sind geblockt. Und wenn ich jetzt mit D die Zeitlinie ändere, dann finde ich durchaus dann Wege und Durchgänge, wo ich durch kann, um weiter in dem Labyrinth hier zu progressen. I cannot do that. Ja, viel mehr kann ich jetzt noch nicht erzählen, weil ich selber noch nicht gemacht habe. Aber es gibt dann wohl auch Türen, durch die man kann, die dann das Dungeon schwerer machen, bis man dann irgendwie zu der letzten Tür kommt, die einem zum Boss führt. Und wenn man den Boss besiegt hat, dann gibt es auch diesen Cache, den Eternity Cache, mit dem man dann ein Unique Item hier mit einem Exalted Item, was ich nicht dabei habe, kombinieren kann, um dort dann ein Legendary Item zu craften. Ja, ich gucke mir hier weiter noch das Dungeon an. Ich hoffe, der kleine Tipp hat geholfen, falls ihr mit dem alten Charakter Zugriff drauf haben wollt. Ja, wenn es geholfen und gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Auch gerne abonnieren für zukünftige Videos und viel Spaß mit dem Temporal Sanctum. Bye bye!